herzlich willkommen zum neuen Video nach der Heuernte, ist vor der Heuernte, sprich Wiesenwirtschaft. Ich habe Mulcher hinter. Heute werden die Ecken von der Wiese, wo ich zuletzt Heu gemacht habe, ausgemulcht, damit ich für nächstes Jahr vernünftigen Aufwuchs habe. Ich habe gestern bei mir zu Hause schon die Hofflächen gemulcht, hat sehr gut funktioniert. Letzte Woche habe ich hier auf der Wiese die Ecken von altem Stacheldraht befreit, sodass ich hier ordentlich an die Ränder dann auch ranfahren kann und nächstes Jahr bis an die Kanten noch Heu machen kann und nicht immer 2 Angstmeter vorm Stacheldraht Platz lassen muss zum Mähen. Ja, Mulcher ist ein Mulcher, 2,80 Arbeitsbreite, 3 Meter Gesamtbreite. Ja, Schlegelmulcher arbeitet sauber und läuft auch gut in dem Traktor hinter meinem Deutz. Kaum mal zu sehen, dass ich das hier fertig kriege, ne? Ja, das hat wirklich hervorragend funktioniert. Die Ecken und unter den Kanten wieder schön freigeschnitten. Jetzt muss ich auch keine Angst mehr vom Stacheldraht haben. Das war zwar eine Riesenarbeit, aber so kann ich die Wiese wenigstens in Gänze nutzen. Ich denke, dadurch, dass es noch die Zwischengräben waren, dazwischen waren, wo jeweils 2 Mulcherbreiten. Ja, habe ich bestimmt einen halben Hektar verschenkt hier. Aber schön. So kann es im nächsten Jahr weitergehen. Unser Nachbar hat noch ein Stück Weizen nachsteht. Da ist ein Stück stehen geblieben. Das soll ich auch noch mit runtermürchen. Da fahre ich jetzt erstmal hin. Millimeter Arbeit, aber es passt genau. Also angekommen. Ja, hier vorne haben wir keine Stück nach. Nicht weil es irgendwie aufgekeimt war, sondern weil der Boden so nass war. Man sieht hier noch die Spuren, weil der Mähdrescher hier nicht mehr durchgekommen ist. Da werde ich mal schauen, dass ich das weggemulcht kriege. Ist natürlich schade. Oh mein Gott. Ja, das hat doch mal gut geklappt. Glück hat gute Arbeit hinterlassen. Die Waldkante da hinten haben wir auch noch frei gemacht, was jetzt vernünftig gekrubbert werden kann. Ja, das war eine lustige Aktion. Ja, moin, schon ist wieder Montag. Den Mulcher habe ich Samstagabend direkt zurückgebracht, einmal schön übergewaschen und wieder abgegeben. Das hat alles sehr gut funktioniert. Ist mir noch ein kleines Malheur passiert. Ich habe es gar nicht erst richtig mitgekriegt und weiß auch gar nicht genau, wobei das passiert ist. Aber meine Ballengabel hat sich verzogen. Und zwar so verzogen und gestaucht, dass es auch keinen Sinn macht, der mal wieder hin und her zu biegen. Aber wenn der, ja, das wird nicht mehr halten. Ja, Kategorie, wer billig kauft, kauft zweimal. Eigentlich dachte ich, das wäre dickwandig genug, aber das ist nicht der Fall. Ich bin mal gestern auf dem Sonntag noch los gewesen und eine andere Ballengabel abgeholt. Hat auch den charmanten Vorteil, dass man hier mehr Zinken reinbauen kann, gerade für Quaderballen bzw. für meine
riesengroßen Rundballen wahrscheinlich ein Vorteil. Mit der Wand- und Materialstärke deutlich stabiler als das, was ich habe. Und auch interessant, dadurch, dass die Zinken und der Querholm hier einfach mal 40 cm höher liegen als die von der alten, habe ich auch 40 cm, kann ich auch 40 cm höher die Ballen abstellen, habe mal so ein bisschen mehr Arbeitshöhe. Und ob ich das jetzt wirklich brauche, werde ich sehen. Aber die macht einen ganz guten Eindruck, möchte aber die langen Zinken von der alten, die sind ja noch gut, gerne hier mit ranbauen. Die mittlere lasse ich so original mit drinne, dass ich hier einmal schnell den Umbau jetzt gestalte. Ja, so schaut es jetzt aus. Zinken sind ein Ticken länger, das gefällt mir ganz gut. Dann werde ich die gleich mal ausprobieren, wenn ich schon bei sind. Ich muss eh noch Strohballen fahren. Dann kann ich es auch gleich mal mit der neuen Gabel tun. Ja, das funktioniert ganz gut. Da bin ich zufrieden und auch deutlich stabiler gebaut als den Murks, den ich vorher hatte. Was kommt so als nächstes? Man sieht es schon, die Rundballenpresse und der Heuwender. Die müssen langsam nachbereitet werden. Heusaison ist soweit vorbei. Ich denke nicht, dass da noch was kommen wird. Also ich habe jedenfalls nicht die Absicht, noch was zu machen. Und ja, der Heuwender soll da stehen, wo jetzt die Rundballenpresse steht. Dort in das Abteil ein Stück weiter mit rein, dass davor quasi noch Rangierplatz ist. Die Rundballenpresse soll in die Werkstatt, trocken in die Scheune bei der Werkstatt. Ja, da habe ich eigentlich genug Platz. Ich muss nur mal aufräumen. Und das ist quasi der nächste Step, der mich gerade ein bisschen aufhält. Die Saison war lang. Und am Ende doch ein bisschen arbeitsintensiver als gedacht. Oder man hat halt nicht so viel in der Werkstatt geschafft. Dementsprechend sieht es hier halt auch aus. 1000 Sachen mal schnell gemacht und ganz viel liegen geblieben. Ich habe zwar noch Platz hier reinzufahren. Bin aber sowieso, da habe schon angefangen umzustrukturieren. Hier hinten in der Ecke, wer das Werkstattvideo noch kennt, habe ich ja noch Ausbaureserve. Da habe ich jetzt ganz viel Ständerwerk und Bretter rausgerissen.
dass ich das als Schrauben- und Teilelager umbauen will oder nutzen will, dass die ganzen Regale, die da drüben stehen und auch das Abteil hier da reinwandert, dass ich da meine Sortierkistchen und mein Handvorrat da drinne habe und hier mehr Platz zum Rangieren und zum Fahrzeuge abstellen und Dinge zu tun habe. Ja, auch Werkbank vollgemüllt, wie sich das gehört. Ja, das wird mich die nächsten Tage ein bisschen beschäftigen, wenn ihr davon was sehen wollt. Ich habe noch ein, zwei Dinge in Planung. Ein Bild habe ich schon pieken lassen. Da ist noch ein Projekt, das ich mir jetzt aufgebürdet habe. Das kommt demnächst noch. Das ist recht interessant, hat zwar wenig mit Farmvlog zu tun, aber es ist groß, es ist schwer, es hat einen Motor. Und es ist kettengetrieben, also muss es eigentlich geil sein, mit einem 500 PS Benzinmotor, V10. Mal schauen, was ich damit so machen kann. Und ansonsten habe ich noch ein, zwei Anschaffungen auf der Pfanne. Mal gucken, ob sich das so realisieren lässt. Geld ist ja auch bei allen immer eine große Frage, aber hier jeden Tag einen halben Tag nur mit der Schubkarre unterwegs zu sein, das kann irgendwie nicht die Lösung sein, jedenfalls nicht dauerhaft. Dass ich da mal schauen muss einfach, in welche Richtung das jetzt die nächsten Jahre hier geht, dass ich da auch das richtige Equipment dafür habe. Aber dafür und dazu später mehr. Bis dahin gerne wieder einschalten. Ciao.